Na, ich klicke hier ein bisschen rum, zack, habe ich schon mal ein bisschen Schlagzeug. Ich hole noch mal eben meine Gitarre, bounce hier noch mal was rauf, da läuft. Fertig ist er. Fertig. Ja, so. Ne? Und zack, oh, schon wieder Chart Platz 1. Ja. Hallo. Und wir sitzen bei Guitar Hero. 4 Tasten zu viel. Ich stehe wieder runter auf Mittel. Ja. Warum nur 3? Guck, da, Katja. Wahrscheinlich kennst du alles hier von ihm. Ich kenne sehr viel. Von Rezo. Ja. Eigentlich nichts Besonderes. Da, bei Katja ist auch, ich liege hier richtig geil da. Ist das gut hier? Tanzverbot, ja, das ist auch gut. Tanzverbot macht die Robbe YouTube? Mhm. Ja, lass mal reinschauen. Hast du übrigens mitbekommen, als wir uns das Deutschland sucht den Super, den YouTube-Star. Ja. Das, was bei nach Kevin, Ju und dem, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, das waren die, das war der Songtext von Tanzverbot Song. Echt? Ja. Das stand in den Kommentaren. Ach, stimmt, hat er was gemacht? Ja, stimmt. Allein, da stand der Songtext. Aha. Alles klar. So, ich bin gespannt. Das ist gut. Aha, gut, ja dann. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von diesem wundervollen es geht schon so los. Hallihallo meine lieben blauen Freunde. Willkommen im Schlumpfplan auf dem besten Kanal von Wieso. Wieso. Ich habe heute zwei ganz wundervolle Gäste da. Zum einen ist das der Julian Bam und zum anderen Andy the Duck. Heute gibt es eine neue Folge, sag es. Remix. Für die Leute, die nicht so ganz wissen, was wir heute machen. Wir remixen einfach. Wir nehmen zum Beispiel einen Song, mixen den mit einem anderen Song oder wir nehmen uns kleine Schnipsel und bauen daraus irgendwie was, was lustig ist oder so. Da habe ich schöne Sachen gemacht, wie zum Beispiel. Oder? So, los geht es. Ich habe diesmal etwas was vorbereitet, nämlich habe ich mir die Instrumentaltracks und die A Cappella-Spuren, also nur die Stimme, einzeln geben lassen von verschiedenen Tracks. Zum Beispiel von dem Fortnite-Song oder von Vince hat mir gegeben von Mach die Robbe. Und ich habe noch was anderes Schönes und das ist eigentlich das Lustigste. Kennt ihr den Track von Tanzverbot? Ja, mein Leben. Für die, die es nicht kennen, das ist Tanzverbot, mein Leben. Ich habe mir gedacht, das ist so geil, damit will ich was remixen. Ich habe Tanzverbot einfach gefragt, ey, kannst du mir da nur die Vocals von schicken? Und er war so freundlich und hat das gemacht. Danke an Tanzverbot dafür. Jetzt haben wir das. Das können wir jetzt hier reinziehen und einfach mal sagen. Bob, dann klingt es so. Ich feier das. Das ist mega geil. Ich habe nämlich auch... Der Junge hat absolut Ahnung von Musik, ne? Ja, hat er. Absolut. Von das Endprodukt. Das Instrumente bekommen von Mach die Robbe. Wenn man das übereinander legt, ist es schon erstaunlich. Mach die Robbe und Tanzverbot. Ja. Boah, das ist krass. Geil, Mann. Das ey, es ist so ein Fitness-Song. Jawoll! Ey, ohne ey, Scheiß. Das passt ja perfekt. Das hey, flow so das extrem. Das passt schon echt zu cool. Ja, das ist so gut. Stimmt, wie ihm gerade klar wird, dass Mach die Robbe noch cooler klingen kann. Oh mein Gott. Ja. Scheiße. Digga, ohne Scheiß. Alter, ich bin gerade so geflasht. Das schiebt so extrem. So krass. Das ist richtig kopfnicker. Dein nächsten Track, gib ihn mir. Ich mach da ein Fan-Disco-Beat draus. Boah, Alter. Ich mach das Musikvideo. Genau, wir ziehen das mal so richtig auf. Wir produzieren wir richtig ordentlich. Du machst das Video, ich mach den Beat. Wir machen dich richtig groß, Tanzverbot. Richtig groß. So, aber ich hab... Und Andi darf nichts machen. Da. Du machst das Video, ich mach den Beat und... Du kannst tanzen. Ja, du bist einfach dabei. Ja. Aber auch von Simon Will noch was bekommen, beziehungsweise von seinem Produzenten. Liebe Grüße an ihn, nämlich die Vocals von Will Boy. Daher kenne ich das. Also wenige Leute können so gut rappen in der YouTube-Szene wie er. Und wenn man das jetzt auf denselben Beat... Auf Mach die Robbe wieder, das? Ja, warum denn nicht? Das klingt dann so. Das ist so geil.
deswegen darf ich dir das Mic in die Fresse. Sie ist Model, ja, genau. So ein Feature. Ey, ohne Scheiß. Ich war Mach die Robbe plus Tanzverbot und Simon Will, das ist so ein guter Remix. Ohne Scheiß, glaube, ich werde das als ein Remix auf meinem zweiten Kanal hochladen. Wenn ich mich dazu entscheide, das zu tun, Wenn ich mich dazu entscheide, das zu tun und ihr jetzt gleich auf meinen zweiten Kanal gehen könnt, um diesen kompletten Remix zu hören, dann blende ich jetzt ein V-Tier ein. Das Problem ist, dass Simon Will in einer anderen Tonart ist. Das Gute ist, Vince hat mir nicht nur den Instrumental-Track gegeben, sondern auch nur die Drums. Die klingen halt zum Beispiel an einer Stelle so und an einer anderen Stelle so. Weil Simon Will in einer anderen Tonart ist als der originale Mach die Robbe-Track, habe ich jetzt zu den Drums sozusagen ein eigenes Instrumental gebaut. Das kann man ja alles mixen, sodass es dann am Ende irgendwie ein... Ich meine, das mache ich auch jeden Tag so. Ne? Mal eben da sitzen. Hallo, ich habe hier Gäste, aber ich baue uns mal eben. Ja, ich regle das mal eben kurz hier. Ich baue noch mal eben was ein. Ne? Ich habe da noch schon mal so 3, 4, 5, 7, 8 Ideen. Ist fertig. Ne? Ja, du hast gesagt, das... Ja. Ich finde diesen Übergang ist so geil gemacht, wenn Tanzverbot wieder mit reinkommt. Dann, ne? Es passt einfach, es ist einfach on point. Es ist einfach so passend. Ja, es ist richtig geil gemacht. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das kannst. Zu viel. Ey, ohne Scheiß, ich mach safe davon Remix und lad das auf meinen Zweitkanal hoch. Ist das so cool? Es tut mir leid, dass ich ausfällt. Warum klingt das zwar nur so viel cooler als Simon? Also, irgendwie rasiert Tanzverbot Simon und dich total. Ja. Ey, damit kannst du auf Tour gehen. Das ist das Beste, was ich jemals gehört habe in meinem Leben. Ich habe einfach so drei Spuren lieber. Oh mein Gott, ist das gut. Okay, ich wurde genug geroastet. Next. Okay. Lass mal eine Kleinigkeit machen. Lass mal irgendwas, wo ein lustiger Sound drin vorkommt. Lustiger Sound? Mhm. Lass doch was mit Julia machen. Guck mal, Julia hat doch hier neue ihre Modekollektion rausgebracht. Oh. Das können wir reinnehmen. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Video. Das Quietschen? So Frequenz, die nur Hunde hören. Boah. Stimmt, Alter. Das Ding ist halt einfach, sie hat jetzt ja random gesagt, ey, das können wir reinnehmen, weil sie weh macht, ne? Und er hat doch jetzt bestimmt schon 95 Sachen im Kopf. Das könnte ich machen, das könnte ich machen. Vielleicht bauen wir da auch noch was aus. Definitiv. Oh mein Gott. Ey, weißt du, wo das gut reinpassen würde? Nein. Ey, und jetzt müsst ihr weggucken. Ich guck mich an, du. Guck weg. Ich an. Hallo. Hallo. Wir haben das jetzt hier reingezogen. Oh, jetzt krass. Ist das andere Police? Was man halt machen kann, das hier. Ist das so krass? Ey, das passt so perfekt. Yeah. Du hast doch gesagt, it's the sound of the police. Stimmt, oder so. Ja, stimmt. Warte, so. Aber das können wir auch nehmen. Auto zu machen. Ja. Stimmt, Alter, wenn man das so ganz kurz macht. Ohne Scheiß. Ey, jetzt haben wir doch schon lustige Sachen mit Jürgen gemacht. Ey, wie ich immer lustige Sounds. Krass. Aber weißt du, was man da machen kann? Jetzt mal kurz die Kopfhörer ab. Ich möchte mal was ausprobieren. Okay. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wahrscheinlich wirklich so kurz. Was haltet ihr davon? Also eigentlich hätte man es auch so machen können. Was geht ab, Leute? Die Zeit nutze ich jetzt einmal ganz kurz, um ein bisschen Werbung zu machen für den BAM-Shop. Was geht ab, das
bisschen Jero-mäßig. Ja, Jero? Ja, meine! Was geht ab, meine? Ey, aber wir müssen noch was machen mit hier Skybase. Hausaufgabe, meine Mutter nervt mit Hausaufgaben. Sie sagt, ich lehre. Ist so weird, dass er so spricht, als wäre er in der Schule. Aber da war auch. Genau das. Ich wollte gerade genau in diesem Moment auch stoppen und genau das Gleiche sagen. Das ist so strange. Ist das, da ist ein bärtiger Typ, der sagt: Bruder, ich muss jetzt aber zur Schule. Also, ja, wer weiß, was für eine Schule das ist. Ja. Ja, aber trotzdem. Guck ich dir doch. Was ist das für eine Schule? Was ist das eigentlich für eine Puppe auf der Ja. Also wir hatten damals Fu und Fahrer, aber das ist ja. Jetzt stell was dir ist mal, das für ein Pädobär? Jetzt stell dir mal vor, der kleine Timo ist 12. Weil er darf ja schon Vorteil spielen, deswegen ist er eine 12. Goldkettebart. Ist ein Frühentwickler. Ne? War ein früher Läufer. Ja. Weißt du? Ja. Jetzt überleg mal, dein Sohn, kleiner Timo, ist 12 und der sieht so aus. Sag ich, Bruder, zeig mal den Ausweis. Bruder, die Testosteronspritze lässt sie jetzt mal weg. Ne? Würde ich mal sagen. Also ist jetzt auch mal Pause. Vorhin war ich bei Lidl. Ja. Jetzt, no joke, guck die Kassiererin mich an. Haben Sie auch einen Ausweis? Ich hatte keine Käppi auf. Bitte? Ja, hab ich. Wofür? Frag, ist jemand rasiert? Da war ich so. Ausweis? Oh, ja, ich hab einen Ausweis, ja. So, weiter. Es ist so weird, dass er so spricht, als wäre er in der Schule. Aber da war auch Revi so freundlich und hat mir den Track klar gemacht. Deswegen danke an Revi, danke an Standardskill. Was willst du jetzt daraus machen? Ja, aber tanz vom Boot drüber, fertig. Das Ding ist, man kann halt in dem Tempo echt nicht viel machen. Man kann halt irgendwie so einen auch funky machen. Also, was war das für ein Riesen? Aber es ist halt so, ja, es ist das war ja genau dasselbe. Bruder, das war einfach nur so. Ich hab den Nieser gesammelt in der Hand. Ganz ehrlich, so könnte ich nie in meinem Leben niesen. Aber das ist das, was er jetzt eben gerade gebastelt hat hier, ne? Klingt schon tausendmal besser wie der eigentliche Song, finde ich. Ja, machen wir weiter wieder. Mal. Einen auch funky machen. Ja, aber ist halt so, ja, es ist letztlich genau dasselbe. Also das kann man daraus machen, aber Trap passt auch nicht so ganz. Also es ist man halt macht doch irgendwie so Rock oder so. So was Spaßiges, Rockiges. Wir haben jetzt mal Bibibibu, Rock. Bibibibu. Ja, das ist ein anderer Rock. Ja gut, ich bin jetzt auch nicht, ich habe ja nicht Musik studiert, aber wenn ich jetzt so Rising Ends mir vorstelle mit Bibibibi. Satellite. Achso, das Gitarrensolo. Ja. Ah, das geht. Also, ich soll Musikkanal auch machen. Sorry. Direkt erkannt, was ich meine. Hier einen ganz normalen rockigen Drumbeat reingepackt. Ach, guck mal, und der klingt mit den Rockets von so. Das ist die Snare, die Hi-Hat. Da fehlt ja noch was. Ja, da fehlen Gitarren und der Bass. Und alles andere. So, ich hol mal eine Gitarre. Ja, mach doch! Aber, weißt du, wer da timingmäßig zu passt? Denergy, der Fortnite-Song von Denergy. Von Wenergy, ah! Und jetzt pass auf. Das passt so gut, ey. Zack, zack, das. Ja, ja. Mach ich auch mal so. Oh, wie schnell. Geht voll ab. So, also lass einmal hören, was wir jetzt hier gebastelt haben. Komm auf, suche Loot, noch ne Doppelbomb. Lass ich nach, kille alle ohne Widerstand. Und schluck ich trotzdem ein paar Schüsse, hab ich Medizin dabei. Erst die kleinen, dann die großen, kostet über die Zeit. Also, das sind seine Klassenkameraden. Da, guck. Ist schon süß. Also es bringt schon auf jeden Fall mehr Pep rein in die ganze Geschichte von Standards geben, muss ich sagen. Weil das andere war mir einfach zu lahm und so. Ja, ja. Auch, aber
Ja, man macht es immer eben kurz. Das war krass, was er eben hier, ne? Weg. Zack, hieß das und läuft bei mir und so. Ohne Scheiße. Wir sitzen hier, ah, das erste Mal Alkohol trinken. Das ist schon zu weit. Oh Mann. Das ist schon echt gut, richtig gute Laune. So. So, jetzt müssen wir mit dir auch was Lustiges machen. Wo machst du einen lustigen Sound? Ich hasse es, meine eigenen Videos zu gucken, dann cringe ich. Wo machst du einen lustigen Sound? Ist halt immer Mucke drunter. Ja, das ist so. Hier ist auch keine Mucke. Tattoo auf den Pool, Tattoo auf die Sonne, Tattoo auf den Sommer. Ist schon sehr rhythmisch. So, wir haben jetzt Anni so ein bisschen rhythmisch angepasst. Tattoo auf den Pool, Tattoo auf die Sonne, Tattoo auf den Sommer. Warte, wir müssen erstmal grundsätzlich andere Instrumente reinpacken. Was ist denn hiermit, wenn man es ein bisschen funnier macht? Soll ich doch Tanzverbot drüberlegen? Kann ich wirklich. Wir überprüfen jetzt, ob es wirklich stimmt, dass man Tanzi über jeden Beat legen kann und es klingt fett. So, ich bin gespannt. Ja. Ey, das kann mir doch niemand erzählen. Tanzi, egal welche Tonart, egal welcher Beat, so, es ist einfach Tanzi Rock. Vor. Warte, lass noch einen anderen Style irgendwie rein. Muss ich aber auch sagen, es passt echt Hammer, ne? Ja. Frech. Holy shit, Mann. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass Tanzverbot so gut Englisch rappen kann. Wir können ja im Monte mal gucken. Oder Mickey, very nice country. Very nice country. Fallen. So, machen wir einen Rocksong. Oder was mit Double Bass. Kann ich mal so einen Metal-comigen Beat? So. Oh ja, einen Fünfjährigen, der besser Englisch kann. Digga, ohne Scheiß. Fertig. Können wir das bitte nochmal eben einmal? Ja, ja. Der hat doch nur ein paar Mal geklickt da, oder was? Ja. So, jetzt nochmal, jetzt mit konzentrieren. So. Digga, ohne Scheiß. Alter, warum bist du so gut in allem? Fuck. Aber mach mal noch einen Gitarrenriff drauf. Warum kannst du alles immer noch? Guck dir mal an, wie tight das ist. Das ist schon fies so, ne? Kannst du ihn noch so ein bisschen... Der macht das einfach. Ja. Na, ich klicke hier ein bisschen rum, zack, habe ich schon mal ein bisschen Schlagzeug. Ich hole nochmal meine Gitarre, bounce hier nochmal irgendwas drauf, da... Läuft. Fertig ist er. Fertig. Ja. So, ne? Und zack, oh, schon wieder Chart Platz 1. Ja. Hallo. Und wir sitzen bei Guitar Hero. 4 Tasten zu viel. Ich stell wieder runter auf Mittel. Ja, brauch nur 3. Oh. Da sitzt du. Kannst du rein die Stimme geben? Klar, ich kann alles. Alter, ich sehe einfach Tanzer, wo mit so einer Metalband auf der Bühne und so. Ja, Frauen schmeißen so ihre BHs auf die Bühne und sind so. Bitte. Jetzt gucken wir, wie das klingt. Alter. Das ist geil. Ich hab so übelsten Respekt da vor Tanzi einfach. Ganz Video ist einfach nur Tanzverbot in allen Stilen. Tanzverbot in Tanzstyles. Es waren noch alles lustige Sachen. Mhm. Warte. Ey, oder lass doch was mit Montana Black machen. Check, so. Do the slash, yeah. Ist okay, Mann? Wirklich voll der lustige Sound, so, ne? Und wenn man das halt so ein bisschen aneinander jetzt schneidet, ja, dass das nicht so aufhört. Jetzt brauchen wir eigentlich. Ist das eine Monosäge? Das ist schon mega geil! Richtig Raucher nach. Ich muss an dieser Stelle noch vielen Dank sagen an alle Produzenten, die mir diese Sachen zugeschickt haben. An Vince, an MQN, an Standard Skill und Revi, dass die mir geholfen haben. Genau, an Tanzverbot, der mir das geschickt hat. Das war sehr, 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 sehr lustig und sehr, sehr schön. Oder? Sag doch mal, war das schön? Was mit seiner Socke da eigentlich? Ich bin jetzt irgendwie Tanzverbot-Fan. Ja, ich auch. Warum hast du dein Bein hier oben? Ja, Daumen hoch, Leute, komm. Daumen nach oben, Leute. Ansonsten, was sehr, sehr wichtig ist. Hast du gerade gesehen, wie er das Bein auch wieder nach links weggeknickt hat? Ich niemals in meinem Leben. Ach so. Geht doch auf den Kanal von der lieben Anni, weil die Anni hat einen lustigen Kanal. Was außerdem ist, der Ju, der hat ein Video mit mir zusammen auch gemacht. Das drehen wir jetzt gleich. Der hat doch nicht gedreht. Ja, aber geht auch auf Reza Yalol Channel. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Nee, wir sehen uns überhaupt nicht in 2 Wochen. Wir sehen uns ständig auf meinem Zweitkanal. Aber auf diesem Kanal sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Okay, Hammer-Video, muss ich sagen. Respekt. Der Junge weiß, was er tut.